Hallo, da bin ich wieder und natürlich begrüße ich euch, meine Freunde und Zuschauer. Und ich habe wieder einen Segelflieger mit dabei. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Microsoft irgendwann große Reklame gemacht. Wir haben einen Segler für euch. Natürlich hat den jetzt nicht Asobo oder Microsoft oder sonst wer gemacht, sondern tatsächlich wieder mal diese Gemeinschaft von Moddern, die sich Godfriends nennt. Und sie haben nicht das erste Mal mit einigen Modellen für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit dem Segler hier, finde ich jedenfalls. Sie haben uns den Segler gleich in zwei Versionen zur Verfügung gestellt. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man da einen Propellerblatt, nicht einen ganzen, sondern ein Propellerblatt. Und hier sieht man die Narbe oder die Trennung von Rumpf zum Propeller, zum Spinner. Und das Loch da vorne, da kann man, glaube ich, A, das Seil dran befestigen. Und B, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Kühlöffnung für den Motor ist. Genau weiß ich das nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Das ist ein, man kann es ja hier sogar erkennen, ein Discus 2C, ein Einsitzer. Das ist ein wettbewerbsfähiges Modell. Da geht es um Langstreckensegeln, glaube ich. Also das ist tatsächlich, dann geht es darum, ja, wer die längste Strecke in einer Zeit fliegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin kein Wettbewerbs-Spezi und bin da auch nicht wirklich ambitioniert, was das betrifft, nicht mal im Simulator. Ansonsten ist es ein ganz normales Segelflugzeug. Wir haben natürlich den berühmten Segelflieger, kennt es, den Diskusflügel. Hier ein Knick, da ein Knick, dort ein Knick. Das ist Diskus-typisch. Also jeder Diskus hat diese Diskus-Knicke. Und mit den Knicks, der erste Knick nicht, der ist ja hier schon, aber der zweite und der dritte Knick erhöht die V-Form ein wenig. Und ihr kennt es ja von mir, habe ich euch schon oft erzählt, eine gewisse V-Form stabilisiert das Flugzeug und der gerade Ausflug wird leichter für den Piloten, weil das Flugzeug ja sich den Weg alleine sucht. Das können wir irgendwann mal physikalisch erklären, das hat auch seinen Grund. Diskus, also die Firma, die das Flugzeug herstellt, die Schemp und Hirth ist übrigens die Firma, die das Flugzeug hier herstellt. Und Schemp und Hirth wirbt damit, dass im Gegensatz zu anderen Flugzeugen, die ja einen Klappmechanismus haben, wo hinten zwei Falttüren, also zwei Türen aufgehen, links und rechts, dann der Motor mit dem Motorträger rauskommt und dann der Propeller anspringt. Und tatsächlich, ja, dazu braucht man Teile, dazu braucht man, es muss ja auch irgendwie rausbewegt werden, da muss es auch einen Servomotor oder irgendetwas geben. Das sparen die sich hier, indem die den Propeller flach an den Rumpf anlegen. Ist übrigens eine Erfindung von Modellflugzeugen. Das machen die Modellflieger, wir schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren so. Und in dem Moment, wo der Motor anspringt, klappt der Propeller nach draußen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es hier einen Federzug gibt, der, wenn der Motor stehen bleibt, das Blatt anlegt, wie auch immer, jedenfalls bleibt der Propeller auch in einer bestimmten Stellung stehen, so klappt und dann klappt er eben an. Und es braucht einfach nur den Motor, die kleine Mechanik, die da drin ist, die ist nicht der Rede wert. Hier hinten sind zweimal 16 Kilo Batterien drin, das heißt, eine Batterie wiegt 16 Kilo, zusammen 32, ist gar nicht so viel, finde ich. Dafür, dass man im Prinzip mit dem Motor, also in der Variante, ungefähr 45 Minuten mit 100 Stundenkilometern fliegen kann. Kann man sich leicht ausrechnen. Wir schaffen praktisch 75 Kilometer
mit Motorleistung zurückzulegen. Ich werde jetzt ausprobieren, ob das System auch eigenstartfähig ist. In der Realität ist es, das weiß ich. Ich habe auch schon ein einziges Mal in meinem Leben Elektroflieger gesehen, allerdings fliegen, nicht starten. Was gibt es noch erzählen? Ach so, wir haben es gibt ja im Prinzip zwei Standardspannweiten, einmal 15, einmal 18 Meter. Das Flugzeug gibt es in beiden Varianten, aber ich glaube nicht, nö. Also wir am Flugsimulator haben immer die 18 Meter Variante. Es gibt auch unterschiedliche Wettbewerber, einmal für 15, einmal für 18 Meter. Natürlich unterscheiden die sich in ihren Leistungen. Und die Rumpflänge beträgt nicht ganz 7 Meter, 6,68 Meter genau. Wir haben eine Flügelstreckung von 1 zu 28,5. Das Flugzeug wiegt leer, allerdings mit Akkus und so weiter 340 Kilo. Und die Elektrovariante macht es schwerer. Normalerweise wiegen die ganz einfachen, also die Standardmodelle so um die 300 Kilo. Aber wie gesagt, wir haben hier noch einen Antrieb dabei, wir haben die Ballasttanks und dann wiegt das leer 340 Kilo und voll mit allem drum und dran wiegt es 565 Kilo. Das heißt, wir können 125 Kilo dazu packen. Das heißt, ich dürfte das Ding nicht ohne Wasser fliegen. Also ich müsste das Teil ohne Wasser fliegen, dann könnte ich mitfliegen. Mitfliegen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 280 Stundenkilometer. Die Diskusse, jedenfalls die neuen, haben keine Wölbklappen, die fliegen ohne. Da passiert sozusagen das schneller oder langsam Fliegen ganz alleine über die Trimmung. Also wenn man ein bisschen auf Tiefe trimmt, dann kann man schneller fliegen und wenn man ein bisschen auf Höhedruck trimmt, kann man etwas langsamer fliegen. Das hat natürlich Grenzen. Aber alles hat seine Grenzen. Übrigens finde ich sehr interessant, dass die Elektrovariante das Pitotrohr etwas höher setzt. Sozusagen doch über das Leitwerk, damit es anscheinend dann nicht den Fahrtwind vom Propeller abkriegt. Warum? Weil der Fahrtwind natürlich deutlich schneller ist als die Fluggeschwindigkeit. Weil wir wollen ja drücken und deshalb ist ja sozusagen die erzeugte Geschwindigkeit vom Propeller höher als die echt geflogene, weil wir müssen ja etwas schneller sein, um die Widerstände, die Luftwiderstände zu überwinden. Deshalb ist das Rohr da oben. Normalerweise ist es nämlich gerade. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, dann setzen wir uns mal in den schönen Flieger. Von außen habe ich jetzt, glaube ich, alles erklärt. Wundert euch nicht, das Cockpit, beziehungsweise doch, das Cockpit geht mit runter. In dem Moment, wo ich die Klappe zumache, ist eine interessante Einstiegshilfe, dann kann ich mir sozusagen, ohne mich da irgendwo anzustoßen, mich da reinfalten in den Flieger. Wir sehen auch, dass es scheint sehr auf Bequemlichkeit geachtet wird. Hier haben wir nochmal eine weiche Unterlage. Wir haben hier im Bereich der Arme auch ein bisschen abgepolstert. Und ansonsten gucken wir hier direkt auf die Rumpfinnenschale. Weil das, was wir hier sehen können, ist natürlich außen nicht. Und die benutzen selbe Tricks wie auch in der Fahrzeugtechnik. Man macht Wölbungen und so Sicken in den Innenrumpf, der ja mit dem Außenrumpf dann verklebt wird. Und verklebt wird es auch mit Harz. Also im Endeffekt ist das hinterher eine, wie soll man sagen, das ist wie aus einem Guss am Ende, weil alles immer dasselbe Material ist. Also es wird immer dasselbe Harz verwendet, auch zum Kleben. Und dadurch entsteht eine unwahrscheinlich große Steifigkeit. Hier unten drunter ist Luft. Also hier unter dieser Wölbung ist Luft, genauso wie da. Aber das macht es ja erst dann so stabil. Und die Flugzeugbauer sind halt dahin gegangen, nachzuschauen, ob sie nicht so ein Mono Cockpit hinbekommen wie bei der Formel 1, dass auch
dem Piloten eine größere Möglichkeit bietet, zu überleben, wenn mal etwas sein sollte. Wobei es auch immer noch, und da sei einfach Vorsicht, Dinge passieren können. Also es ist nicht garantiert, dass der Pilot einen Absturz überlebt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt in mancherlei Hinsicht größer. Also in so einem alten Holzflugzeug, Nase runter, ist man garantiert tot. Aber wir wollen nicht abstürzen, wir wollen fliegen. Wir haben hier die Bedienelemente. Im Prinzip sind sie fast überall gleich. Hier haben wir die Bremsklappe. Wenn ich die ausfahre, kommen die Wirt-typischen Klappen raus. Hier habe ich den Trimhebel. Das ist das Einziehfahrwerk. Und hier haben wir, dass wir das Wasser ablassen können. Das war bei der AS33 hier vorne im Cockpit mit zwei Schaltern gelöst. Okay, dann machen wir mal. Natürlich, es ist ein Produkt, das ein Modder gemacht hat. Und dann geht natürlich auch die Haube auf und zu. Sehr schön mit dem Riegel. Hier haben wir eine Ventilationsöffnung, wo wir aber nichts verschieben können. Nein, das ventiliert nur. Also wenn wir dann oben sind, rauscht es. Das wird sonst wahrscheinlich nicht viel passieren. So, wir haben den Flieger schon eingeschaltet. Sonst wäre ja das Navi nicht an. Da ist der Batteriehauptschalter. So, das ist der Schalter für die Antriebseinheit. Da seht ihr auch, dass die Modder sich verewigt haben, Godfriends. Dann, ja, also wir haben Power. Die Akkus sind voll. Könnt ihr sehen, 116 Volt, das ist Hochvolttechnik. Das ist FLARN, ein Kollisionswarngerät. Das funktioniert leider nur, wenn andere Flugzeuge auch so ein Teil haben. Deshalb bin ich der Meinung, das sollte Pflicht werden. Wir können es einschalten und dann würden wir jedes andere Flugzeug, das ein FLAN besitzt, gewarnt werden, wenn uns etwas näher kommt. Und wir kriegen sogar relativ genau die Richtung angezeigt. Das finde ich cool. Also nicht nur vorne, seitlich, hinten, sondern auch schräg. Finde ich schon sehr cool, das Gerät. Und ich sag mal, für ein paar hundert Euro Sicherheit. Das sollte doch jeder Pilot und jeder Verein für seine Flugzeuge übrig haben und für seine Mitglieder und Piloten. Okay. Wir haben keine Lande- und Aufstiegshilfen, also müssen wir nur mit Motorkraft sehen, dass wir die Strecke von 700 Metern überwinden. Ja, wirklich viel Polster hat man da nicht mehr. So, jetzt ist es ein kleines bisschen ruhiger geworden, weil das Fahrwerk ist drin.
So, das sollte wohl bestes Steigen sein. Also eben hatten wir Granatentamek. Also da ist Schatten und es ist immer, wenn man in den Schatten reinfliegt, dann kann es sein, dass da, sag schon, also die Wolke macht Schatten auf der Erde und dann ist es möglich, dass sich dadurch die Veränderung eine Warmluftblase ablöst und man dann damit aufsteigen kann, aber hier ist offensichtlich nichts. So, jetzt wisst ihr alle, dass ich eine WhatsApp bekommen habe.
Segelflieger werden jetzt erkennen, dass ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass ich hier vor dem Berg Auftrieb bekomme. Auftrieb habe ich ja, dass ich sozusagen einen Aufwind bekomme. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, an Höhe zu gewinnen. Die eine ist, man sucht sich Thermik. Das ist warme, aufsteigende Luft, die das Segelflugzeug dann einfach mit nach oben nimmt. Und der Hangaufwind, der Wind geht eben durch den Berg nach oben und kann das Flugzeug auch hochtragen. Wobei das hier ein sehr flach ansteigender Winkel ist. Ich hatte nur gehofft, dass ich dass ich etwas höher da bin, weil natürlich ist auf so ganz flachem Gelände trägt es nicht wirklich gut. Also man muss schon irgendwie so einen steileren Hang haben und wenn möglich relativ hoch am Hang sein, um dessen Aufwind dann, wenn er da ist, nutzen zu können. So, wir haben die Batterie schon mehr als die Hälfte verbraucht, leer gemacht. Aber irgendwie, ich habe eigentlich hochstehende Wolken haben wollen. Aber was ich auch noch sagen muss, dass es nicht häufig so durchgeführt wird, dass ein elektrischer Segler oder ein Segler mit elektrischem Motor, wie auch immer, dass so ein Segler mit so einer Unterstützung selbst startet, selbst die mit dem Verbrennermotor,
starten prinzipiell nicht alleine. Sie können es, aber normalerweise suchen sie sich jemanden, der sie erstmal ordentlich auf 1500 Meter hochzieht, damit sie da ausklinken kann, um dann sozusagen unterwegs zu sein. Der Motor soll ja eine Hilfe sein, falls unterwegs was ist. Der soll jetzt nicht dafür sorgen, dass man selber starten kann. Das ist so prinzipiell nicht gedacht. Und dann für alle Nicht-Segler, Motorflieger und gar nicht Flieger mal die Sache mit dem Wasserballast erklärt. Prinzipiell habe ich gewusst, wofür er da ist, aber ich habe gedacht, ich informiere mich nochmal genauer, um es viel schöner ausdrücken zu können. Wie jemand in meinen Kommentaren richtig erklärt hat, werden die Polare verschoben. Aber das hat ja auch eine Bedeutung, ne? Und die Sache ist einfach die, natürlich sollen Flugzeuge, Segelflugzeuge, wenn möglich, so leicht wie möglich sein. Und jetzt kommt ein Aber. Leichte Flugzeuge fliegen nicht so schnell. Und ein Segelflugzeug hat eigentlich, wenn es keinen Motor hat, nur einen Antrieb. Das ist die Erdanziehungskraft. Und ein schweres Flugzeug kann schneller sein, weil es sozusagen die Luftwiderstände und alles und die Anziehungskraft, also die Anziehungskraft hilft dabei, dass das Flugzeug schneller wird und dadurch werden natürlich auch die Reibungskräfte und die Windwiderstände und so weiter viel leichter aufgehoben, durchbrochen, wie immer man es nennen möchte. Ihr versteht, was ich meine, hoffentlich jedenfalls. Das heißt, ein schweres Flugzeug ist in der Lage, durch sein höheres Gewicht schneller zu fliegen. Ganz einfach gesagt. Gehen wir jetzt mal von der Thermik aus. Ein Flugzeug kreist nach oben. Natürlich, das Leichtere steigt etwas schneller. Und das Schwerere steigt etwas langsamer. Aber wenn jetzt die Thermik zu Ende ist und die beiden Flugzeuge gehen auf Strecke, dann kann das schwerere Flugzeug deutlich, deutlich schneller fliegen als das leichte Flugzeug. Das heißt, es erreicht eher die nächste Thermik und kann wieder kreisen und nach oben fliegen. Das leichtere Flugzeug erreicht die Thermik wesentlich später, bis hin, dass sie dann vielleicht schon weg ist. Ergo hat man festgestellt, und das ist jetzt kein Spaß, kein Witz, keine Erfindung, sondern man hat wirklich festgestellt, dass man mit dem Ballast in normalen Fällen einfach, dass man in normalen Fällen dann eben einen Vorteil hat gegenüber leichteren Flugzeugen. Ich werde jetzt zusammen mit euch wieder die Wiese suchen, auf der ich gestartet bin. Ich habe noch ein bisschen Energie in den Batterien, beziehungsweise sind ja Akkus, Batterien sind ja normalerweise Energiespeicher, die man wegschmeißt, außer der Autobatterie. Wobei die Autobatterie ist eigentlich auch nur ein 12-Volt-Akku. Okay. Und Akkus sind ja normalerweise wieder aufladbare Energieträger. Also interessant ist jetzt die Variante, die wir gerade haben, dass wir, jetzt sinken wir wieder ein bisschen, aber eben hatten wir, dass beide Zeiger vom Höhenmesser so ungefähr bei 0 Metern standen.
Und das nennen wir Modellflieger. Ob das die Großen auch so machen, weiß ich nicht. Aber Modellflieger sagen dazu, das ist ein Nullschieber. Das heißt, du kannst eigentlich relativ lange gleiten, ohne Höhe zu verlieren. Ja. Natürlich bevorzugt der Modellflieger genauso wie der reale Segelflieger eine Thermik, dass er die Möglichkeit hat, nach oben zu kommen und aufzusteigen. Wenn man sich vorstellt, dass es hier total viele freie Flächen gibt, aber der Flugplatz ist sozusagen von Bäumen umringt. Das ist mal wieder ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, aber das, für mich sieht es so Microsoft-typisch aus. Bäume in der Einflugschneise, Segelflugplatz umringt vom Wald. Ja, wir haben keine besonders große Höhe und ich habe auch kein großes Geschwindigkeitspolster und der Flugplatz liegt vor uns auf der Ja, wo ist jetzt der Flugplatz? Wo ist jetzt der Flugplatz? Also theoretisch bin ich irgendwie über ihm. Ist er das? Das ist er doch. Das ist sehr schön. Kann man einen sehr schönen langen Anflug aus der Richtung da hinten machen.
Das ist natürlich das Schöne jetzt an elektrisch. Würden wir hier real über diese Stadt fliegen, wäre das ein leises Summen da oben und es würde keinen Menschen stören. So. Jetzt haben wir das ganze System ausgeschaltet. Der Flieger ist am Boden. Wir sind eine Weile wir waren eine Weile im Gleitflug. Da, schaut, schon wieder haben die sich USA, Niederlande, Kanada. Da sind die drei her, die den Mod gemacht haben. Übrigens, nebenbei gesagt, ne? Sehr schön hier zu sehen, die Kohlefaser Kevlar Gemischfaser. Das ergibt ein sehr, sehr robustes Kunststoffgemisch. Ist ja auch Gemisch. Das, woraus das Kevlar besteht, weiß ich übrigens gar nicht. Das Kohlefaserfaden, Fäden. Die Kevlar, also Kohlefaser ist sehr steif, sehr, sehr stabil, sehr hart. Und Kevlar ist sehr zäh. Und ein Gemisch aus diesen beiden ergibt, ich glaube, im Moment das stabilste Kunststoff in Verbindung mit Harz natürlich, das wir kennen. Also ich glaube, es gibt im Moment tatsächlich künstlich hergestellt nichts Stabileres. Und mit dem Gewicht, ne? Also natürlich ist ein Edelstahl oder natürlich ist ein gehärteter Stahl oder Titan oder. Die sind stabiler, ja, aber auch deutlich schwerer. Das Zeug wiegt einfach nichts. Wenn man es hochhebt, so ein Kotflügel vom Auto ist nichts. Eine Sitzschale wiegt nichts. Hier vorne, das Teil, das kannst du wirklich ganz entspannt, das sieht groß aus, aber das hebst du mit zwei Fingern hoch, das ist nichts. Und das ist eben der Vorteil an diesem Stoff, das ist richtig robust. Man muss es natürlich sehr gewissenhaft und sehr gut verarbeiten, es dürfen keine Luftbläschen eingeschlossen sein, die würden sofort eine große Instabilität in das Ganze hineinbringen. Also das sind sehr, sehr hohe handwerkliche Fähigkeiten, die dazu gebraucht werden, solch ein Flugzeug komplett zu erstellen. Leute, schön, dass ihr auch dieses Video eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war informativ, es hat euch gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Adi, euer Flieger Michel.